Hallöchen Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Banjo-Kazooie. Bevor das Video losgeht, kurzer Reminder, hierbei handelt es sich um eine Stream-Aufzeichnung. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, schaut auf Twitter oder Twitch vorbei für den Streamplan. Und nun, viel Spaß mit dem Video. Was haben wir denn hier oben? Zwei Noten und die Speedboots. Aha, guck mal, hier unten ist da... Reichen die Boots für da unten einmal durchlaufen? Ich schau mal kurz. Ja, ich glaube, das schaffe ich wirklich nur mit den... Oder? Ja, gut. Naja, weiß ich nicht. Es wirkt ein bisschen... Wirkt tatsächlich ein bisschen zu schnell, dass sie aufhören. Aber wer weiß, vielleicht sind da unten wirklich noch welche. Ja, ja, komm. Kontilla leise jetzt. So, wir ignorieren mal kurz die... Nee, das schaffe ich niemals. Können wir... Nee. Okay, na gut, dann... Holen wir uns erstmal die... Noten. Und kommen dann erst mit der Fähigkeit hin. Zwar weiß ich nicht, wo die sein soll, aber... Danke, danke, Bottles. Danke, dass du uns sagst, dass wir unseren Rekord gebrochen haben. Das war mir wichtig. Fürs Selbstwertgefühl. Aber ich finde es auch frech, so, weißt du, du kriegst die Animation, dass halt der, die Klappe aufgeht und währenddessen läuft schon die Zeit. Finde ich frech. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ist eine dreiste Aktion. Ja, das habe ich auch wirklich mehr als nötig. Aber was sind die Boots? Weil das ist, was mich gerade so ein bisschen... Okay, oder so. Weil die Boots können meiner Meinung nach eine... Ah, hier. Dann holen wir uns nochmal die Gummistiefel, weil das wird definitiv der Spot sein, wo wir... Ja, Banjo, also... So. Komm jetzt hier. Dürfen halt keine auslassen, ne? Alter. Banjo, kannst du da bitte... Also wirklich. So, danke. So, was haben wir hier? Der plumpe Bär ist zu langsam. Ha, ha, ha. Okay. Dafür werden wir wahrscheinlich auch die Boots brauchen. Also schon zwei Spots, wo wir die Boots brauchen. Ja, okay, aber hier mal Bottles. Immerhin. Los, Bottles. Gib uns deinen Move. Das sind echt coole Turnschuhe. Kazooie. Kann sie an den dünnen Stelzen tragen und für eine bestimmte Zeit in einem Affenzahn herumflitzen. Hey, du machst nicht gerade einen frischen Eindruck. Ja, danke. Aber das habe ich auch nicht dran gedacht, dass man ja eigentlich mit Bottles sich auch eine permanente Heilquelle hat, ne? Vielleicht sollte ich das auch einfach, vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich mir das vielleicht einfach mal merken, weil, naja. Was das angeht, ist es ja schon sehr praktisch. Okay, hier ist ein
eine Zielscheibe. Da werden wir wahrscheinlich mit dem Flugmove was machen müssen. Jetzt frage ich mich aber auch gerade mal, wo sind denn die Turnschuhe? Das machen wir mal hier, das Fliegenvieh tot. Okay. Weil da sind ja nur die Gummistiefel. Komm her, Kazooie. Geht mir alles jetzt zu langsam, so. Ach ne, da oben waren sie, stimmt. Ja, ich frage es. Ja, hallo, dann... Menno! Wirklich. Schneller, Kazooie! Oh, nice. Oh, aber auf ganz knapp. Gut, ich darf wieder mal die Kamera nicht drehen. Ach so, natürlich. Jetzt einfach unter Wasser, Kollegen, ja? Ach so, die auch schneller sind als ich. Was soll der Müll denn? Ich habe das Gefühl, es bringt uns gar nichts. Ah, doch. Jetzt fließt das Wasser ab, ne? Ja, nice. Gott sei Dank. Hatte schon die Bedenken, wir müssen was vorher noch erledigen. Ah, und zog. Ah, I see. Jetzt erklärt das auch, wie wir da unten in die Sache rankommen. So, und erstmal mache ich euch platt. So, ciao. Weg mit euch. Blöden Viecher. So, das, bei den Augen werden wahrscheinlich zwei Knöpfe sein. Gucken, was die bewirken. Aber erstmal sammeln wir uns noch ein paar Sachen hier zusammen. Oder? Na, oder? Mal kurz gucken. Nee, doch nicht. Krass. Okay, ja. Dann war's das hier. Aber zumindest haben wir dann eine Möglichkeit, wie wir an die Sachen unten rankommen. Das ist auch schon mal sehr gut hier. Jetzt haben wir auch nicht mehr die Sorge, dass uns die... dass wir da runterfallen und einfach elendig verrecken. Natürlich haben wir jetzt hier nicht mehr die Flugplattform, aber ganz ehrlich, da ist es mir lieber, dass ich nicht mehr in den scheiß Tod falle. Nein, 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 nein. Och, diese Steuerung unter Wasser, ne? Die ist wirklich grenzwertig. So. Ich meine, du kannst halt mit dem... Mit der Schultertaste sehr gut navigieren. Also, damit kommt halt Banjo sehr gut um die Kurven. So, und jetzt hoch. Kurz mal frisch Luft schnappen, ansonsten gehen wir gleich den Löffel ab. Und es müsste dann, glaube ich, aber auch die letzte Note... Naja, schade. Doch, es wäre die letzte Note hier in dem Wasser. Aber da ist noch einer. Und dann holen wir uns die doch nochmal. Alle Zeit der Welt jetzt hier. So, jetzt müssen wir alle haben, ne? Na. Musik unter Wasser ist geil. So. Wo können wir dann jetzt noch hin? Also wir können uns definitiv noch die... Warte mal, in welcher Pyramide waren wir noch nicht? Wir waren in der drinne, in der da hinten. Wir waren, glaube ich, auch in der... Oder waren wir in der? Konnte man überhaupt rein? Moment. Nee. Oder? Na, wobei, warte mal. Ah, wir brauchen... Ach nee, ach stimmt, das war der Ausgang. Stimmt.
Ja, okay, da sind noch Noten. Und da ist auch wieder unser Freund und Helfer. Na gut, dann holen wir uns auch erstmal die... Ach, Banjo, wirklich. Ja, voll ein paar Leben eingesammelt und du musst hier alles ruinieren. Mit deinem Kadaverkörper. Kriegt ja nichts geschissen, der Typ. Der Bär. Haben wir jetzt eigentlich das... Ja, das Puzzleteil haben wir geholt. Oh. Hab ich gut gemacht. Der steht auch irgendwo immer überall anders, ne? Habe ich das Gefühl. So, wenn wir das jetzt geil kombinieren. Ja, und nicht elendig. Ach du Scheiße. Ach komm, jetzt wirklich, es ist... Ich dachte, tauchen wäre anstrengend. Fliegen ist ja genauso nervig. Oh Mann, ey. Vor allem, dass die Zeit auch währenddessen einfach weitergeht, ne? Wo ist denn der jetzt? Ach nee, der ist... ach ja, ich weiß, wo der ist. Der ist hinter der Plattform, right? Hallo, Banjo, auch mal wieder an Höhe gewinnen. Was soll denn der Müll? Unglaublich. Hä, war der nicht hier? Hä, wo ist denn der hin? Hä? Ach, da hinten ist er. Okay. Ist hoffentlich auch die letzte Station. Danach muss ich mal kurz... Immer noch nicht. Oh Mann, ey. Das Spiel will er auch allein sehen. Danke. Sehr gut, Sterblicher. Sicher kannst du damit mehr anfangen als ich. Oh. Können wir da den... Sehr gut. Das Problem ist, ich habe halt kaum Leben. War hier die Hand noch? Ne, die habe ich schon weggeräumt. Schade. Aber hier habe ich, glaube ich, noch... Ne, auch nicht? Oh. Habe ja fast gar nichts mehr hier. Ja, da muss ich vielleicht doch zu Bottles mich auffrischen lassen. Der Doktor in der Not. Bottles, hilf mir mal. Oh. Okay, ich dachte irgendwie, dass Bottles mir helfen kann. Aber er weigert sich. Huch. Bottles will mir nicht mehr helfen, verdammt. Was mache ich denn jetzt? Aber wir müssten, glaube ich, noch zwei Honignester haben. Mal gucken. Genau, hier ist nämlich noch eins. Oh Gott. Wirklich Banjo. Weg. So. Oh Gott. Nehmen wir den noch mit. Ja, und wie kommen wir da am geschicktesten hoch?
Also erstmal brauchen wir natürlich wieder... Ja gut, aber da oben waren wir ja drinne, sonst wäre da kein Wasser. Ich versuche mal jetzt den... Das Puzzle... ne? Mit Hilfe der Schuhe zu bekommen. So. Okay. Nein, auf was soll denn das? Ernsthaft, Spiel? Oh nein! Seit tausend Jahren war das in meinem Besitz. Gut gemacht, Sterblicher. Oh, wie traurig er ist. Die Hand wollte doch nur seinen Schatz haben. So, jetzt muss ich mal gucken. Also wir haben definitiv auch ein paar Spots, die wir erkunden. Allein hier müsste noch ein Puzzleteil sein. Dann halt, ne? Ich denke mal, dass da unten unter der Sphinx ist ein Ausgang. Und vielleicht kommen wir da mit Hilfe von Gobby, weil der jetzt da hinten chillt. Ne? Ich komme mit Hilfe von ihm dann dahin. Aber erstmal muss ich natürlich die leere Honigwabe haben. Weil die lächelt mich halt auch so nett an. Da frage ich mich wirklich, wie ich da am besten hinkomme. So, jetzt am besten nochmal an Höhe gewinnen. Und langsam runter. Die Stelle ist Dreck. Die Stelle ist wirklich einfach Dreck. Also da geschickt durchkommen. Also keine Ahnung, vielleicht kann man irgendwie mit dem Rempler. Das Problem ist ja, Kazooie dreht sich ja automatisch mit. Oh mein Gott. Diese leere Honigwabe ist zum Kotzen. Nee. Ich schaff's wieder nicht. Ich muss von weiter weg kommen. Weil Kazooie einfach so einen bescheuerten Wendekreis hat. So. Jetzt aber. Das sieht sehr gut aus. Danke. Meine Güte. Hätte man den Müll auch. So, wo wollen wir als nächstes hin? Ich glaube, wir gehen da... Ah, wobei, nee, wir haben hier noch... Ah, okay. Oh mein Gott. Nein, hört auf! Och, dieses... Wirklich. Und dieser fette Bär. Das kann es nicht sein. Das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein. Sich wieder zu fein... Ach, Mann, ey. Kazooie hat alles richtig gemacht. Aber Banjo wollte wieder auch Teil des Teams sein. Unglaublich. Ich sag, wie es ist, ne? Kazooie ist bei weitem. So, ich habe das Gefühl, ich muss von hinten kommen. Also halt von der Seite, weil die andere Seite vielleicht fake ist oder so. Ich weiß es doch nicht. So, jetzt am besten... Banjo macht mich fertig. Sehe nichts. Okay, ich bin drinne. Ich weiß zwar nicht wie, aber... I take it. Was haben wir denn da? Ist das denn? Ein fettes Baby? Nee. Ein Schlangenbeschwörer scheinbar.
Gut, dann nehmen wir erstmal die zwei, weil wahrscheinlich mehrere drin sind. Oh, Mumbo-Schädel. Kamera, die wieder alles andere als kooperativ sein möchte. Oh Gott. Hilfe. Kamera, bitte. Ich muss hier Noten einsammeln. Danke. So, wo willst du eigentlich hier? Hallo, Freunde. Ich bin Ruby. Kann ich euch helfen? Wir suchen Schätze, du Flötenpeter. Das trifft sich. Ich sehe da oben nämlich einen Schatz. Ärgert euch, wie ihr an ihn herankommt. Wenn ihr an ihn herankommt. Tja. Wie kommen wir am besten ran? Wahrscheinlich müssen wir... Zumindest sieht die Schale sehr verdächtig aus. Deswegen versuche ich da einfach gleich mal... Oh. Ein paar Eier rein zu forzen. Ach Gott, Benjo, wirklich, es kann nicht sein aller Ernst sein. Na, Schlange, die lungert. Warum dreht sich Benjo so weird? Schade. Jetzt aber. Tausend Dank, meine Freunde. Histube würde euch nun helfen. Danke dir. Oh. Oh. Sehr gut. Hier, kannst du wieder runter. Hat er noch was zu sagen? Der Typ sieht aus, ey. Wie ein Trottel. So. Nein. Oh, schön, wenn man jetzt mal den falschen Knopf drückt. Ich frage mich natürlich, wenn ich jetzt vorne nochmal gegen fahre, also gegen springe, ob dann da noch was kommt. Das werde ich wahrscheinlich nochmal testen. Sicherheitshalber. Weil es gibt ja zwei Seiten, ne? Das hat ja einen Grund, warum da zwei Seiten existieren. Würde ich jetzt einfach mal annehmen. Ich sag mal so, diese Vorderseite, die ist ja noch deutlich angenehmer zu erreichen. Ja gut, das ist die gleiche Seite. Ich dachte, vielleicht spielt es eine Rolle, mit welcher Seite man da... auf welche Seite man gegenspringt. Okay. Na, Gobi, was machst du? Vielleicht nochmal eine Abkühlung? Danke. Jetzt reicht's. Ich verlasse die Wüste. Suche mir ein ruhigeres, schattiges Plätzchen. Mach das doch, Gobi. Ah, meine Nase ist ganz verstopft. Ach so, willst du einfach, dass ich hier wieder was in deine Nase schieße? Hey, das kitzelt. Ach so, wir müssen einfach... Natürlich hat das nicht gereicht. Sag mal, Benjo, kannst du auch bitte treffen? Beziehungsweise Kazooie, aber Benjo ist ja die Person, die... Sehr gut. Oh, das ist besser. Jinxies Nase ist wieder frei. Komme doch herein. Ja, das habe ich also vor. Gucken, was uns hier erwartet für einen Schmutz. Oh Gott, sehe ich schon. Okay, die wollen nur eine. Oh. Nein, ah, ich wollte den Ginger haben. Oh, da ist noch eine Note. Was?
Da hinten in der Ecke? Ah, okay. Wollte schon sagen, müssen ja in allen Ecken potenziell Noten sein. Dann schauen wir uns doch nochmal schnell um hier. Oh, eine Mumbo-Schädel noch. Sehr schön. Ja, natürlich. Und wieder. Ja, komm, dann lass dich doch fallen. Ah, natürlich nicht. So. Boah, ich habe schon wieder viel zu viel Leben verloren, ne? Das ist gar nicht gut. Okay, potenziell fehlen uns aber auch nur noch 6 Noten. Das müssen wir doch schaffen, oder? 6 Noten, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viele... wie viele... Ach, komm. Wie viele Puzzleteile uns fehlen... Sag mal, Benjo. Ja, also wirklich. Gleich tausche ich dich aus. Mit Lars den kleinen Eisbär oder so. Es war ja so klar, wirklich. Es war ja so klar, Benjo. Dass du wieder eine Glanzleistung an den Tag legst. Okay, gucken, wie viele Noten wir hier haben. Verdammt, uns fehlen 4 Noten. Das ist gar nicht mal so gut. Weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wo die sein sollen. Okay, uns fehlt aber auch noch ein Puzzleteil. Was soll das jetzt eigentlich werden hier? Oh. Hey, das Puzzleteil habe ich nicht eingesammelt? Was soll das denn? Okay, dann haben wir alle 10 der Welt. Das wäre natürlich lustig gewesen, wäre ich jetzt wieder rausgelaufen. Ohne das Puzzleteil. Sehr gut. Genau. Nice. Jetzt der... Jetzt das große Problem. Wo sind die letzten 4 Noten? Sind die vielleicht wirklich in der Pyramide? In dem Labyrinth? Das wäre wirklich das Letzte, ne? Das allerletzte wäre das. Und habe ich wieder irgendwo blöd Noten vergessen? Muss ich ja. Nur wo? Erstmal wollte ich mir ein bisschen... So, mehr will ich gar nicht. Lass mich nur... Oh nein. Es war so klar. Natürlich musst du mir noch ins Gesicht hacken. Hm. Aber 4 Noten lassen eigentlich immer darauf schließen, dass man irgendwo in so einem kleinen Abschnitt was vergessen hat. Sag mal, waren da Noten drinne? Ich glaube nicht, ne? Ah, ich guck trotzdem mal. Sicherheitshalber. Oh, tatsächlich. Tatsächlich. Krass. Dann haben wir alles in der Welt. Sehr schön. Meine ich zumindest. Also, wir haben 2 leere Honigfarben gefunden. Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten. Danke. Wir haben keine Verwandlung. Schade. Schade, schade. Aber gut. Auf der anderen Seite wüsste ich aber auch nicht, als was man sich verwandeln könnte hier. In dem Gebiet. Wir gucken nochmal. 100 Noten. Gut, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viele Puzzleteile, aber wir haben mal. Wurden uns jetzt 10 angezeigt. Alle Gingos. Ja, ich würde sagen, wir haben alles. Raus hier. Aus der Teufelswelt. Ich frage mich aber auch echt, welche Welt jetzt als nächstes kommt. Ich hole mir mal die goldene Note, goldene Feder.
Wir haben ja doch schon relativ viele verbraucht. Die beste Leistung dieser Welt, ja, danke. Oh Gott, ja, Leckparty hier. Das ist grauenvoll. Dass sie das nicht geändert haben, ne? Beziehungsweise nicht optimiert haben, ist schon frech. Ach so, jetzt sind hier auch noch andere Gegner. Ja, das ist ja frech. Mhm, der ist das, okay. Kommen wir denn da am besten ran? Machen wir das dann am besten? Mal weg von mir. Ach so, ja gut, wahrscheinlich über den. Mach den mal weg, weil der mir. Ah, ich hab's bekommen, nice. Hab zwar nichts gesehen, aber. Das war eine weitere Folge Banjo-Kazooie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaut gerne in den anderen Projekten rein oder seid beim nächsten Stream dabei. Das war's von mir. Bye-bye!